So, hallo, nochmal eine kleine Feierabendrunde am Angelparadies Escherdé. Heute sehr spät unterwegs. Es ist schon nach 18 Uhr und ich habe zum ersten Mal die Routen ausgeworfen. Beginne wieder erstmal mit den beiden Grundrouten, die ich ausgelegt habe. Werde jetzt mein restliches Angelgeschirr so ordnen, dass ich dann eine Grundroute wieder rausnehme. Und solange es noch erlaubt ist vom Licht her mit Spoonfischen. Tja, der erste Biss, gerade eben hat die Glocke geläutet. Und da hängt auch schon die erste Forelle. Ach, leider wieder ab. Das war tatsächlich ein guter Fisch. So, da die Paste einen Biss gebracht hat, habe ich auch diese Grundrute nochmal wieder ausgelegt mit Paste. Die Rute mit Libra habe ich reingenommen und ich werde jetzt mal versuchen, mit Spoon mein Glück zu versuchen. Auch wenn die heute wahrscheinlich schon alle Modelle einmal auf den Kopf gekriegt haben, denn die Anlage war heute wohl sehr gut besucht und es wurde auch sehr gut gefangen. Aber naja, schauen wir mal, was geht. Es kann natürlich gut sein, dass die ganzen Angler, die heute hier an der Anlage waren, die Fische schon ganz schön verrückt gemacht haben und diese jetzt doch überaus vorsichtig auf alle Köder reagieren. Aber da haben wir eine. Erster Fisch ist gelandet und wird versorgt. Ja, hier ist das Exemplar. Kleiner Saibling. Spoon hängt noch in der Schnauze. Selbst lackiert natürlich. Den wollten sie haben. So, nächster Biss auf Grund. Nimmt ordentlich Schnur. Hoffe, der bleibt auch diesmal hängen. Eine Portionsforelle wird versorgt. So, Forelle Nummer 2. Da haben wir das Exemplar. So, ihr Lieben, die Glocke hat ausgelöst. Nächste Biss auf Paste. Da haben wir die Forelle. Klein und mein. So, der Fisch hatte tief geschluckt oder hat tief geschluckt, wurde von mir betäubt, wurde von mir per Herzstich getötet. Der Haken ist noch im Fisch drin und ich zeige euch mal, wie ich den löse mit diesem Hakenlöser. Also mit dem Fuß trete ich auf die Vorfachschnur, damit diese gestrafft ist. Dann gehe ich mit dem Hakenlöser, der einen Schlitz hat, in die Schnur und schiebe dann den Hakenlöser unter Spannung ins Fischmaul, drehe es dabei und schon ist der Haken draußen. Hier ist die Forelle.
Ja, ist nicht einfach hier heute per Spoon noch was bekommen. Jetzt hat es nochmal geklappt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Doch nochmal den richtigen Spoon gefunden. Hier hängt er. Aber jetzt wird erstmal der Fisch versorgt. So, hier ist der Fisch. Der Spoon, recht leichtes Modell, 2 Gramm. Rückseite schwarz. Vorne dieses Lieblingsdesign von mir. Alles komplett in grün-gelb gehalten. Der hat nochmal funktioniert. Und nochmal. Da scheinen wir doch nochmal die richtige Farbe kurz vor Schluss gefunden zu haben. Eingesackt. So, auch dieser Fisch perfekt gehakt. Mal schauen, ob noch was geht. Kurzer Bericht vom heutigen Angeln. Ja, es ist jetzt 20:09 Uhr, bevor das Licht keine Aufnahmen mehr erlaubt, will ich euch schon mal ein bisschen das Ergebnis zeigen. Also bin jetzt genau seit 2 Stunden 9 Minuten am Angeln, habe so direkt 18 Uhr angefangen und das Ergebnis jetzt 4 Porties und ein Saibling. Werde jetzt im letzten Licht auch noch mal etwas mit der Spoonrute weiter angeln. Mal sehen, ob da noch was geht. So, noch mal eine gekriegt. Wieder auf diesen Spoon, der sich jetzt leider verabschiedet hat. Leider ausgeschlitzt. Ja, die Farbe muss die richtige sein. Und da haben wir wieder eine. Ich hoffe, dass die dran bleibt. Und da ist sie, Fisch Nummer 6. Und schon war es wieder eine mehr. So, da marschiert glatt die Grundrute nochmal los. Jawohl. Scheint auch ein besserer Fisch zu sein. Kann auch mal täuschen. Der nahm den Libra Lure in Schwarz. So, da haben wir ihn. Eine schöne, größere Portionsforelle. Den versorge ich und ich glaube, dafür reicht das Licht noch. Das Licht wird jetzt wirklich knapper. Es ist jetzt 20.25 Uhr. Also, das ist das Ergebnis. Derzeit 7 Fische.
Der letzte war eine ordentliche Portionsforelle. Mal sehen, ob in der Dunkelheit noch ein bisschen was geht. Also bis 21 Uhr werde ich was machen.